Wir haben heute gesehen, 12. Spieltag, Oberliga Baden-Württemberg. Die Begegnung 1. CFR Pforzheim gegen den FSV Wissingen. Spiel Endstand 0:1. Das einzige Tor hat geschossen der Peter Wiens in der 76. Minute. Ich begrüße ganz herzlich die beiden Trainer. Ganz herzlich natürlich unseren Gast, den Herrn Andreas Lechner vom FSV Wissingen. Und den Adi Sacek, unseren Trainer. Und wie das so sieht, ich zunächst einmal bitte unseren Gast im Statement. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Also, hallo zusammen. Ja, ich denke, es war das Spiel, das wir so erwartet haben. Dass es ein schwieriges Spiel wird, dass nicht viel möglich ist, mit spielerischen Mitteln hier weit zu kommen. Dass viel über die Zweikämpfe geht, viel über die zweite Bälle geht. Und ich denke, das hat meine Mannschaft auch ganz ordentlich umgesetzt. Wir haben immer wieder versucht, auch Dinge spielerisch zu lösen. Manchmal ist uns gelungen, manchmal nicht ganz so gut. Haben aber vor allem auch in der ersten Halbzeit beide Mannschaften, die eigentlich im Mittelfeld komplett neutralisiert. War, glaube ich, in der ersten Halbzeit keine einzige Torchance. In der zweiten Halbzeit ist dann ein bisschen offensiver geworden von beiden Mannschaften. Meine Mannschaft hat den Kampf komplett angenommen. Und ich denke, aufgrund von in der zweiten Halbzeit dann auch war der Sieg für uns nicht unverdient. Es freut mich besonders von Peter Wiens, der das Tor gemacht hat. Er hatte, denke ich, die letzten paar Wochen eine einfache Zeit. Und von daher freut es mich unheimlich, dass er heute das Tor gemacht hat und uns damit den Dreier beschert. Und wie gesagt, für mich war es unterm Strich ein verdienter Sieg. Okay, vielen Dank. Und jetzt, Adis, was hast du zu sagen? Für mich war es ja heute wichtig, ja, dass die Mannschaft den Kampf annimmt. Ich denke, das hat sie auch gemacht bis zum Tor. Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht. Wir waren, glaube ich, über 90 Minuten einmal unaufmerksam, wo der Gegner das 1-0 macht, durch individuelle Fehler. Ich hoffe, dass uns dieser Fehler nicht nach hinten wirft, dass wir nächste Woche gestärkt, ja, ins nächste Spiel gegen Walldorf gehen und dass wir die Punkte, die wir heute verloren haben, nächste Woche in Walldorf holen. Ich hoffe, dass uns da die Fans und die Zuschauer weiterhin unterstützen. Das eine oder andere enttäuscht ist, das bin ich ja selber. Die Jungs sind jetzt in der Kabine, hängen mit den, die Köpfe sind unten. Ja, wir werden sie versuchen, die Woche aufzubauen und für das Spiel gegen Walldorf vorzubereiten. Danke. So, dann gebe ich das Wort weiter an die Presse. Ja, Herr Hatschek, die Abwehr war ja mal so stark wie schon lange nicht, 75 Minuten lang. Hatten Sie trotzdem den Eindruck, den ich hatte, dass die Abwehr heute dennoch fast der bessere Teil der Mannschaft war, als der Sturm, wo quasi der Dominik Salz auf sich allein gestellt war und quasi keine Anspielstation hatte, oder auch von niemandem, wo dann gespielt werden konnte. Gut, in der Situation, in der wir uns befinden, wir haben ja in den letzten Wochen viele Tore bekommen. Ja. Für uns war es sehr wichtig, dass wir jetzt versuchen, defensiv zu stehen. Das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir natürlich eine oder andere Chance nach vorne arbeiten. Wir haben ja zwei gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit gehabt, die wir nicht bis zum Schluss ausgespielt haben. Da waren wir zu hektisch. Ja. Das sind die Aufgaben, die wir jetzt nächste Woche, an die wir nächste Woche rangehen, um einfach da vorne nochmal torgefährlicher zu werden. Ja, Herr Lechner, eine Frage. Und zwar verdient, meinen Sie, wäre der Sieg gewesen. Wie, warum oder wie meinen Sie das? Ich denke, wir haben Denn wir haben vor allem auch spielerisch in das Spiel mehr investiert wie der Gegner. Von daher, ja, wie gesagt, man muss immer sehen, dass wir die letzten Spiele auch sehr, sehr oft unentschieden gespielt haben. Und heute hat sich die Mannschaft dafür gelohnt, hat den Kampf angenommen. Wie gesagt, uns wird ja auch nachgesagt, dass wir nur spielerisch Lösungen finden und nicht kämpferisch dagegen halten. Meine Mannschaft hat halt sowohl kämpferisch dagegen gehalten, wie auch immer wieder versucht, auf diesem Platz spielerische Lösungen zu finden. Da bin ich persönlich in meiner Mannschaft zufrieden und daher spreche ich für meine Mannschaft an. Herr Lechner, Sie selber oder der Verein oder wie auch immer war nachzulesen, hat ja vor der Saison die Devise ausgegeben, Meister werden zu wollen. Was ja auch als Vizemeister nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
sehen Sie jetzt nach dem Sieg heute sich immer noch dabei im Kampf um die Spitze? Also erstens mal, Sie sind ja selber von der Presse, deshalb man sollte nicht immer alles glauben, was in der Zeitung steht. Wer mich kennt, der weiß ganz genau, dass ich hier nicht hinstehe und sage, wir wollen oder wir müssen aufsteigen. So ein Typ bin ich nicht. Sicherlich, wie Sie richtig gesagt haben, wenn man letztes Jahr Zweiter wird, dann sind natürlich die Erwartungen an die Mannschaft, an den Verein und auch an mich sehr hoch. Man wird einem da gerne auch mal was anders ausgedrückt, wie man es vielleicht sagt. Aber ich denke, dass wir jetzt, ich kenne die Ergebnisse jetzt heute nicht, die anderen. Wie gesagt, ist für mich auch zweitrangig. Es war klar, dass es für uns dieses Jahr eine extrem schwierige Saison wird, durch die Saison, was die Jungs letztes Jahr gespielt haben. Aber wie gesagt, wenn man nicht oben mitspielen möchte, in der Situation, wo wir gerade sind, ich glaube, dann werden wir gehen. Noch Fragen? Herr Heike? Und zwar, in dem Spiel 90 Minuten lang nicht gesehen, dass wir einmal aufs Tor geschossen haben. Und sowas gibt es nicht. Wir brauchen uns nicht wundern, dass keine Zuschauer kommen, wenn man so ein Spiel sieht. Nicht einmal haben wir aufs Tor geschossen. Der Tor, wenn ich im Tor gestanden hätte, bei Bissing hätten wir auch 1-0 gewonnen. Es ist traurig, ist das. Traurig ist das. Wer will ich Also, ich möchte noch darauf hinweisen, am Sonntag 18.30 Uhr morgen das erste Spiel unserer Bisons, Gegner dann die Eisbären Balingen. Das nächste Heimspiel ist dann am 4. November hier in Holzhof um 14 Uhr, Gegner dann der SV Spielberg. Ich bedanke mich bei dem Gästetrainer Andreas Lechner, wünsche Ihnen, Ihrer Mannschaft noch alles Gute, vor allem Ihnen heute noch einen guten Heimweg. Und in der Saison weiterhin alles Gute und auch dir alles schönes Wochenende. Und Ihnen noch allen schönes Wochenende und auf Wiedersehen.